Willkommen zukünftiger Kryptorentner zum heutigen Video. Heute gibt es einige News rund um den Bitcoin, aber natürlich auch zu der Bankenkrise. Viel Spaß beim Schauen. Du siehst, der Bitcoin ist teilweise nicht zu halten. Wenn wir uns mal die letzten 24 Stunden hier anschauen, dann siehst du, dass er fast an den 27.000 Dollar gekratzt hat. Das Video ist am Vorabend gegen 17 Uhr aufgenommen. Dementsprechend kann das Ganze heute ein wenig anders aussehen. Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn du das Ganze siehst, ist natürlich schon Samstag. Und wie du weißt, ein Wochenende verläuft im Normalfall etwas ruhiger. Aber auch hier haben wir letzte Woche gesehen, kann es sehr schnell in die eine oder andere Richtung gehen. Aktuell ist es sowieso sehr stark turbulent, dementsprechend lohnt es sich immer einen Blick auf den Preis zu haben, um hier möglicherweise ein gutes Schnäppchen schießen zu können. In dem Sinne natürlich auch einmal der Blick auf den Fear & Greed Index. Du siehst, dieser war gestern bei 51, bei neutral. Mehr möchte ich heute dazu nicht sagen. Deine Meinung wie immer natürlich einmal in die Kommentare und dann schauen wir uns natürlich mal an, was jetzt hier so aktuell Neues zu bereden gibt. Und zwar haben wir die Euro-Inflation. Diese ist leicht zurückgegangen, was natürlich in dem ersten Sinne natürlich gut ist, aber auf der anderen Seite wurde der Leitzins wieder um 0,5% erhöht. Somit sind wir jetzt bei 3,5% und das heißt, wenn du zur Bank gehst und einen Kredit haben möchtest, dürfte inzwischen die 4 vorne dran stehen. Wenn du das Ganze mal hochrechnest, kann das Ganze sehr schnell sehr teuer für dich werden. Wenn du also einen Kredit hast, der bald ausläuft, überleg dir gut, wie du hier vorgehen möchtest. Dann haben wir natürlich die Panik und die Angst vor der Finanzkrise bzw. vor dem Bankenkollaps. Wenn wir zum Beispiel mal hier auf die Credit Suisse schauen, du siehst, diese hat jetzt allein in den letzten 6 Monaten 62% verloren, im letzten Monat 33% und auf eine Woche gesehen 28%. Wenn du einfach mal die letzten 3 Jahre dir anschaust, dann war sie irgendwo zwischen 10 und 12 Euro und ist jetzt gerade mal bei 1,85, was doch ein Schnäppchen ist. Die war teilweise drunter, das ging jetzt ein wenig hoch. Sie wollten zunächst keine Unterstützung, haben jetzt aber 50 Milliarden doch angenommen oder werden sie annehmen, um präventiv liquide sein zu können. Ob präventiv oder nicht, das steht jetzt natürlich auf einem anderen Papier. Wir sehen das aber auch bei vielen anderen Banken, dass diese natürlich aktuell stark zu kämpfen haben. Auch deutsche Banken machen aktuell Minus, aber natürlich sagen die Sprecher, es geht uns gut, es wird nichts passieren, wir brauchen keine Angst vor einem Kollaps, es wird hier auch keine Finanzkrise wie 2008 geben. Ob du den Worten vertrauen möchtest oder nicht, liegt natürlich in deiner Hand. Wie immer, das Ganze ist nämlich keine Anlageberatung und auch sonst nichts. Das Ganze spiegelt lediglich meine Meinung wider und dient natürlich nur der Unterhaltung. Meiner Meinung nach ist das Ganze natürlich Quatsch, wenn das Ganze so weitergeht. Noch dazu haben wir die Inflation, generell die Probleme auf der Welt, dann wird das Ganze natürlich nicht gut aussehen. Ob es so schlimm wie 2008 wird oder sogar noch schlimmer, das müssen wir abwarten. Ich könnte mir aber definitiv vorstellen, dass es hier nicht besonders gut aussieht. Auch die Prognosen für die USA mit der Leitzinserhöhung bzw. der Bekanntgabe am 22. März wird auf 0,25% prognostiziert, was natürlich durchaus realistisch ist, denn wir haben die Inflation, man sollte den Leitzins erhöhen, um hier runterzukommen. Auf der anderen Seite darf man natürlich nicht übertreiben, weil wir aktuell dieses Bankenproblem eben haben. Du siehst, der Bitcoin reagiert hier entgegengesetzt. Das Ganze kann natürlich ein Zeichen sein, dass viele Leute ihr Geld jetzt abziehen und sagen, genau dafür ist der Bitcoin da. Der Bitcoin soll die sichere Alternative sein. Vielleicht erkennen das immer mehr Leute und wechseln eben hier von ihren Banken in den Kryptosektor, aber auch am Goldpreis sieht man, dass der ein wenig zulegt und natürlich der ein oder andere sich hier vielleicht ein wenig Gold zulegt, um auf der sicheren Seite am Ende des Tages zu sein. Egal wie du das machst, wichtig ist nur, dass du immer den Überblick erhältst. Hierfür gibt es natürlich zum Beispiel Cointracking, da siehst du immer, wann du was, wo, wie gekauft hast, wenn es um Kryptowährungen geht. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, dass du deine ganzen Coins auf einer Hard- oder Cold Wallet hältst. Dazu gibt es auch einige Videos und Links in der Videobeschreibung. Da kannst du dich gerne austoben, wenn du am Wochenende nichts vorhast. Und dann soll es mit den kurzen und kompakten News für heute wieder gewesen sein. Sobald es hier Neues gibt, wird natürlich nachberichtet und wir sehen uns selbstverständlich spätestens morgen zum nächsten Video. Zukünftiger Kryptorentner. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got
gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back.